Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum nächsten Planet Zoo Besuch. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind wir im Tierpark Tallenberg von Niklas, wo Fokus auf das Wohlergehen oder das Tierwohl, heißt das, gelegt wurde. Wenn du übrigens möchtest, dass ich deinen Zoo auch in Zukunft besuche, dann schickst du mir den Link zu deinem Steam Workshop über Instagram oder Steam oder Discord. Dann kann es sein, dass ich in Zukunft auch deinen Zoo mal besuche. Und außerdem, wenn du diese Reihe gut findest, die ist ja schon relativ lang, das ist ja tatsächlich fast schon eine der längsten Reihen, die ich auf meinem YouTube-Kanal habe, dann lässt du einen Daumen nach oben da, ein Like. Das würde mich sehr unterstützen und den YouTube-Algorithmus sagen, dass du solche Videos magst. Und dann kriegst du mehr Videos von mir vorgeschlagen. Das wäre ganz cool. Wir sind auf jeden Fall im Tierpark Tallenberg. Geh mal rein. Der Eingang sieht schon richtig, richtig nice aus. Also da muss ich mal sagen, der Eingang ist fantastico. Der Rundweg führt hier drüben lang, in den Wildwald. Viele begehbare Gehege habe ich so erhaschen können, als ich rübergeflogen bin, um den Eingang zu suchen. Und hier sehen wir auch direkt das Dammwild durch die Gegend latschen. Die kleinen süßen Bambis. Und das finde ich cool, sowas, ne? Dass man auch mal so ein Zoo hat, wo einfach auch mal ein bisschen was gewagt wurde, weil das hier fühlt sich schon sehr gewagt an und trotzdem richtig nice. Weiß gar nicht, wo der Weg lang geht. Aber die Besucher gehen hier hinten lang, dann machen wir das auch mal. Das ist aber ein schöner Wald. So grundsätzlich. Muss man das einfach mal sagen. Hallo, Bambi. Die sind süß, ne? Da rennt er. Das finde ich, ich finde die wirklich süß. Das ist wirklich eine coole Idee, dass die hier so ein begehbares Gehege haben. Gehen wir aber durch, der Rundweg führt dort lang, der Hauptplatz dort. Wir gehen mal hier so rum. Genau, Rundweg und Hauptplatz. Das hier ist halt auch ein schöner Springbrunnen so in der Mitte, ne? Es ist halt viel natürlich gehalten. Ah, Europa-Tour. Ach, guck mal, und dann läuft er hier durch die Gegend. Ja, okay, so eine Tour nimmt man ja eigentlich, hat man eigentlich sehr selten, ne? Nialas. Hä? Ist das hier ein Nyala-Gehege? Ja, tatsächlich. Da liegt ein Nyala. Das ist strange. Das ist ein stranges Gehege. Und dann kann man von hier oben noch reingucken. Haben die auf der Seite auch? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, wie gesagt, das finde ich strange. Dschungelhaus, kein Rundweg. Kein Rundweg beim Dschungelhaus. Wir machen es trotzdem. Nee, warte mal. Halt. Also, warte mal. Da stand kein Rundweg. Der Rundweg geht hier lang. Okay, dann müssen wir da lang. Das ist ja schon mal ganz gut, dass da kein Rundweg stand. Das hätte ich natürlich wissen müssen. So, dann würde ich jetzt schätzen, dass der Rundweg hier lang geht, wa? Ganz genau. Und dann führt der Rundweg hier oben lang. Das ist nämlich die Europa-Tour jetzt. Tierpark Tallenberg. Geht's hier rein oder da hinten? Ah. Wo geht's denn rein? Oder muss ich einfach hier gerade auslaufen? Und schon hat man sich verlaufen, ne? Rundweg, ja, okay, ist doch richtig hier. Da sind die Wolfies. Ach, guck mal, da oben steht einer. Das ist aber cool. Man hört sie, man sieht sie nur nicht. Ach, da unten ist einer. Das ist cool. Der Zaun hier ist auch super. Das hier ist gut eingebaut. Jo. Da ist noch ein Wolf. Da oben geht auch einer lang. Da auch. Ja, die Wölfe. So, Hauptplatz geht da oben lang. Jetzt haben wir die Dachse nicht gesehen. Wir gehen einmal schnell zurück zu den Dachsen dann. Ich habe so das Gefühl, wir kommen da nicht wieder zurück. Genau, hier ist das Dachsgehege. Da liegen sie. Habe ich auch, glaube ich, noch nie richtig gebaut, Dachse. Leider. Aber trotzdem.
Trotzdem süße Tiere. Die Dachse. Statuen sind auch wichtig. Hier hätte man bei dem Rindenmulch natürlich den Rasen wegmachen können, ne? Das hätte natürlich geholfen. So ein bisschen. Finde ich. Denke ich. Oh, nein. Diese erhöhten Wege machen manchmal echt Probleme. Ja, und hier macht er halt ein Problem. Dann muss ich hier lang gehen. Und dann hier so rüber. Ja, sehr gut. Erhöhte Wege machen halt manchmal Probleme. Hier gibt es Bisons zu sehen. Das sind schöne Tiere tatsächlich. Ich mag die gerne, die Bisons. Finde ich cool. Schön der Zaun. Schöne Zaunarbeiten hier. Gut gemacht, gut strukturiert. Das ist ein schöner. Guck mal, das Haus ist halt auch geil, ne? Finde ich richtig gut. Gefällt mir. Nice, nice, nice. Und da wäre natürlich cooler gewesen, wenn es hier noch so Wiesen geben würde, ne? Aber sonst grundsätzlich ist das Gehege richtig nice. Coolio, coolio. Rundweg führt hier weiter lang. Dann gehen wir da natürlich leider lang. Da ist das Rothirsche. Die Rothirschis. Die habe ich ja jetzt gerade auch selber das erste Mal gebaut, ne? Ist auch witzig, dass die vorher nicht drin waren. Aber jetzt sind die im Hauptspiel drin, so dementsprechend ist das, glaube ich, ganz cool. Nein, ich bin auf dem Zaun gelandet. Auf der Pergola. Ah! Dass das immer noch passiert. Das passiert aber Tagetcam immer. Und hier bei der Kamera auch. Okay, so der Rundweg führt hier lang. Gehen wir da natürlich lang. Dschungelhaus oder Rundweg. Fuchs, Dachs, nee, Fuchs, Waschbär und Co. Hier gibt es bestimmt ein Tierchen drin. Ah, da sind die Füchse drin. Die Roadfoxies. Was es mittlerweile an Tieren in dem Spiel gibt, ne, ist ja echt heftig. Auch bei den Zoobesuchen, man sieht eigentlich nie so dieselben. Ich wollte erst nie immer sagen. Manchmal mache ich das, dass ich Wörter sage, die nicht miteinander zusammenpassen würden. Was? Ach, hier sind dann die Waschbären. Das ist eine coole Kletterstruktur. Ich habe noch kein Waschbär gesehen, aber die Kletterstruktur ist nice. So, und jetzt steht hier Rundweg weiter im Dschungelhaus. Muss ich jetzt bis ins Dschungelhaus gehen, oder was? Warte mal, gab's das nicht hier vorne? Ich bin doch hier irgendwie lang gegangen und dann stand da kein Rundweg. Wo war denn das? Ach, das war hier tatsächlich. Herr Dschungelhaus geht aber in die Richtung. Rundweg. Achso, geht hier lang dann. Genau, weiter im Dschungelhaus. Galapagos-Schildkröten und mittelamerikanische Tapire. Dann ist auf jeden Fall eine Schildkröte. Ja, also das Tierwohl wurde hier auf jeden Fall groß geschrieben. Jetzt hänge ich hier wieder fest an dem Weg. Da ist ein Tapir. Das sieht auch nice aus. Also wie gesagt, hier ist manchmal ein bisschen... Da hätte man ruhig mit dem Rasenmäher mal rumgehen können. Jetzt, wenn man eh schon da ist. Oh, die springenden Tapire, immer nice. Das Dschungelhaus, das ist das Gondwana-Land. Heißt das nicht so? Gondwana-Land? Hier brennt's. Das ist eine coole Idee eigentlich. Ah. Okay, das ist wahrscheinlich gewollt. Nilwarane. Wo auch immer die sind. Hier drüben wahrscheinlich.
Genau, da ist einer. Ja, so ein riesen Dschungelhaus ist halt mega nice, ne? Führt halt keinen Weg dran vorbei. Hier sind dann Kapuzineräffchen. Die süßen, ne? Schöne Kletterstruktur auch. Finde ich sehr gut. Achso, und dann ist hier... Hier ist zu. Aber süße kleine Kapuzineräffchen sind hier. Mit einer schönen Kletterstruktur. Wie ich finde. Ups. Ich weiß gar nicht, ob ich rangezoomt habe. Nee, hatte ich nicht. Gorillas. Gorillas sind ja so, die sind ja absolutes Highlight meistens im Zoo, ne? Finde ich. Gorille. Da ist der Silberrücken. Auch eine schöne Kletterstruktur für die. Ich glaube, das sind Blueprints. Glaube ich. Lass mich da natürlich gerne eines anderen belehren. Auf der Seite Kapuzinerelfen wahrscheinlich noch. Ach, hier sind die Fledermäuse. Hier wäre natürlich die Faultiere cool gewesen. Ich glaube nicht, dass das draußen war, als wir... Aber Fledermäuse sind auch cool. Und jetzt hier so Vögel haben, ne? Das wäre natürlich super. Die Schmetterlinge wären auch cool hier drin. Dann gibt es hier den Jaguar noch. Ach, da hätte man den Jaguar sehen können. Okay. Ah. Ja, oder auch nicht. Jetzt kann man den Jaguar sehen. Sehr nice. Cool. Und hier geht's dann wieder raus aus dem Tropenhaus. Hui! Das war cool! Das war cool, wirklich. Finde ich richtig nice. So, hier höre ich doch schon Pinguine. Sind hier Königspinguine oder Kaiserpinguine mit den afrikanischen Pinguinen zusammen? Ja, Herrgott, wer will das nicht, ne? Hauptsache Pinguine. Oh, was ist denn das für ein Bunker? Mit Aquarien. Okay. Sieht aber cool aus hier draußen. Das Pinguingehege, ja. Weiß ich jetzt nicht so recht, was ich davon halten soll. Aber ansonsten sieht das hier cool aus. Was ist hier jetzt? Rundweg. Willkommen am Tallenberg. Gefahr? Freie Wildtiere. Okay. Und am Tallenberg leben freie Lamas, oder was? Scheinbar. Lamas sind so süß. Und sind so flauschig. Hallo, Lama. Hallo. So süß. Okay, weiter geht's. Das sieht aber cool aus, der Tallenberg, ne? Dann Rundweg hier. Ach, Isabelbeeren gibt's ja auch. Oh, da liegt sogar einer. So, hier leben Lamas und Bären? Krass. Ist das für die Lamas da zum Klettern? Nee. Scheiße, warte mal. Hier leben Luchse? Gehen die Besucher durch das Luchsgehege? Wie kann das denn sein? Hä? Weil das machen Besucher ja normalerweise nicht. Und da oben stand eben Steinbock. Da ist er wieder. Wird der nicht vom Luchs gefressen? Dass du durch ein Steinbockgehege gehen kannst, das sehe ich ein. Sieht aber auch nice aus, ne?
Strange. Strange, strange, strange. Keine Ahnung, wie ich das verstehen soll. Und dann gehen die Tiere hier nicht raus? Verstehe nicht. Dann ist hier natürlich auch nochmal ein Krokodilskaiman im Wasser. Da hängen zwei. Selbstverständlich. Das ist auch ein cooler Sumpf, ne? Sieht richtig gut aus. Richtig gutes Feeling. Nice. Und hier nochmal der Glattstirn-Kaiman. Da liegt einer im Wasser. Hier vorne schwimmt einer, glaube ich. Da, ja. Und hier drüben sind die Kapibaras. Da sind welche. Aber das ist relativ schwierig zu sehen. Und das ist relativ gut gemacht, dass die so schwierig zu sehen sind. Hängt da auch einer? Tatsächlich, da hängt auch einer im Wasser. Hammer nice. Das gefällt mir richtig gut, die Ecke hier. Aquatic House. Gehen wir mal rein. Hier gibt es nochmal Schneckis. Achso, das war das Capybara-Ding. Ach, Kraniche, guck mal. Und Flamingos in einem. Auch süß. Gibt ja nicht so viele Vögel im Spiel, ne? Deswegen ist das eigentlich ganz cool, dass sie drin sind. Die Kraniche finde ich auch cool. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gebaut. Okay, Leistenkrokodil? Ah, das war ein Mitarbeiter. Hä? Guck mal, hier steht Leistenkrokodil. Nach links. Ach, da! Aussichtsplattform. Ach so. Das ist ein Krokodilsgehege hier. Ich höre es im Wasser, da ist es. Wie so ein Dinosaurier, da schwimmt noch eins. Krass. Bewundern Sie das größte Albino-Leistenkrokodil Europas, unser Monk. Ja, heftig. Das ist cool. Solche kleinen Geschichten sind immer gut. Die Nordseeküste. An der Nordseeküste. Was sieht so aus, als würden die Sachen leuchten hier. Da sind Robbies. Die Robbies. Das ist aber eine schöne Nordseeküste geworden hier. Sieht ganz geil aus. Bisschen schade, dass wir nicht irgendwie noch andere Vögel haben oder Möwen oder so. Dann der Frosch. Die Schildkröte. Und hier nochmal so ein bisschen Arktis. Okay, dann sind wir wieder auf dem Hauptding. Und dann gibt es noch die Afrika-Welt, durch die wir gehen müssen. Machen wir das mal. Auf der Seite sind Nashörner. Aber mit Glas ist mir gefährlich. Auf der Seite gibt es Erdmönchen. Da laufen sie. Die Kleinen. Das ist aber ein schönes Gehege für die Erdmännchen, ne? Und hier auf der Seite mussten dann nochmal die Nashörner, glaube ich, weiter hinten sein, ne? Ne, Erdferkel gibt's hier. Okay. Dann ist das cool gebaut, dass man einmal hier die Erdferkel vorne hat und hinten dann die Nashörner laufen. Dann ist das gut gemacht.
Finde ich. Sehr gut sogar. Okay, wir gehen weiter. Pfennig und indischer Elefant. Wir gehen einmal zum Pfennig rein. Ist das ein gutes Gehege? Alter, die Gehege sind ja richtig heftig zwischendurch, ne? Und echte Steine sehen so krass aus, wenn du die einmal baust. Und dann sind das hier diese Ruinenstücke auch noch in derselben Farbe. Das sieht halt auch richtig gut aus. Das halt richtig gut gemacht. Das richtig gut gemacht. Finde ich richtig nice. Und auf der Seite gibt es dann nochmal den indischen Elefanten hier. Alter. Was ein Riesengehege. Das sieht aber richtig gut aus. Gerade überlegt, ob die Nashörner hier mit hochkommen. Sieht aber nicht so aus, ne? Aber warum sind dann indische Elefanten in der Afrika-Dings? Ah, weiß man nicht. Sieht aber richtig gut aus. Hier geht's nochmal runter. Ach, da sehen wir dann das... Warte mal. Hier haben wir Löwen, ne? Das war einfach nur, weil da so ein Strauß lief. Das ist gut gemacht. Da ist ein Zaun dazwischen, ne? Den sieht man von hier. Diesen Stromzaun. Das ist gut gemacht, weil das sieht so aus, als wären die auf einer Höhe. Richtig gut. Nice. Du. Ist das Afrika gewesen? Pfennig und indischer Elefant. Ist das Afrika gewesen? Tatsächlich. Ja, heftig, ne? Das hier war diese Aquarikhalle. Krass. Wie riesig der Zoo dann doch ist und dann doch klein. Also, ist ja nicht viel Fläche, die bebaut wurde. So gefühlt. Also, wenn die Karte bis hier hinten geht. Aber es ist doch relativ viel. Hier hinten die ganzen Mitarbeiter-Sachen. Nice. Leute, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke, dass ich diesen Zoo besuchen durfte. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jetzt muss ich einmal sehen, ob die Nashörner da hoch können. Nee. Können nur bis hier. Ach, guck mal, da, das ist, weil hier die Steine sind, dann können die da nicht rum, ne? Und die Elefanten haben auch nur diesen Bereich, das sind die Steine, die haben so krasse Hitboxen. Und dadurch ist der Elefant hier hinten ganz alleine. Kann nur dahin. Und bei den Löwis wird das wahrscheinlich genauso sein. Ah, nee, gut, die kommen auch rüber zu den Straußen. Ja, das ist ja nicht so gut. Und was wollte ich jetzt sehen bei den Luchsen hier hinten auch noch mal, ne? Ah, okay. Ja, wir lassen das mal so dahingestellt. Sah aber gut aus. Gut, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Zoobesuch. Bis dahin. Haut das mal rein. Ciao.